Willkommen zurück bei Sword and Online Hollow Realization und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich irgendwas sollen wir hier untersuchen. Dann untersuchen wir mal diesen Baum. What's happening? Wow, die Glyphen haben sich in ein Objekt verwandelt? Das ist eine Art Event-Auslöser? Ein Monster? Die Glyphen müssen es herbeigerufen haben. Na, dann wollen wir mal. Ich habe nichts darüber in der Questbeschreibung gesehen, aber ich komme hier nur weg, wenn ich das Ding besiege. Level 5 ist auch süß. Guckt euch das an! Oh, verdammt. Okay, I failed. Ja, yeah, I failed hard. Also das hätte jetzt nicht sein gemusst. Aber das ist unglaublich schwach. Level 25er Boss, sorry. Ich habe gerade Level 51er besiegt. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber... Das war ja jetzt weniger als schwer. Puh, wir haben es geschafft. Ja, als wäre das so knapp gewesen, Kirito. Als wäre das so knapp gewesen. Was passiert mit den Felsen? Sie waren also die ganze Zeit nur eine Illusion, um den Weg zu blockieren. Davon habe ich ja noch nie zuvor was gehört. Gehen wir ja, wir verlassen das Gebiet. Wir gehen in ein neues. Das ist schön. Kehre zur Parvati-Halle zurück und suche einen neuen Weg. Abgeschlossen. Mache ich da hinten das Event? Ach, komm, Niveau. Mach da hinten das Event nicht. Ist zu faul zu, das neue Event da, also das Event da hinten zu machen. Ich möchte weiter, weil da hinten sieht es tatsächlich so aus, als würde es ein neues Gebiet geben und da bin ich doch tatsächlich drauf gespannt. Da wir das aber jetzt geschafft haben, behaupte ich, dass mein Event-Block wieder überquillt. Das würde ich jetzt gerne mal eben kurz überprüfen und ich habe nicht recht. Nicht recht. Das ist interessant. Entspanne dich im Aussichtscafé, schaue dich allein. Aussichtscafé, okay. Wir haben hier, oh, ganz wichtig. Wir haben, jetzt wollte ich sagen, ich muss die Seele hier noch aufsammeln. Nein, ganz wichtig ist das Ding aktivieren. Jetzt nicht zurück. Wir werden uns erst noch ein bisschen umgucken, bevor wir hier mit den Story-Sachen weitermachen. Ich habe gerade mehr Lust auf Gameplay als auf, also mehr Lust hier durch die Gegend zu laufen, als mir die Story anzuhören. Also beziehungsweise als Dialoge zu hören. Hier ist doch irgendwas. Ah, da. Dialoge kann ich mir anhören, wenn ich wieder krank bin. Nein, ich hoffe nicht krank zu werden. Ausrüstung. Aber ja, ich fühle mich zurzeit ziemlich stark, muss ich doch gestehen. Widerstände. Nee, alles, nee, ich lasse es einfach. Okay. Braucht sich die Bäume eigentlich? Ich glaube nicht. Aber auch hier wieder mal, die sind unglaublich schwach, die Gegner. Seemonster? Besiege die Seemonster? Moment, was gilt denn hier als Seemonster? Jetzt muss ich die doch besiegen? Ich habe keine Ahnung. Also, beziehungsweise ist es ja. Es sind ja nur ein paar EP, die ich hier verliere oder bekomme. Den brauchte ich beispielsweise wieder nicht. Brauche ich die bösen Bäume? Ja, sogar 10 Stück. Okay. Greif die bitte an. Und halt euch bitte mal.
2 von 4. Von dem brauche ich wieder keinen. Von dem brauche ich wieder ein. Hä? Also, ich brauche sehr unterschiedliche Sachen gerade. Und die brauche ich anscheinend auch 10 Stück. Hallo? Achso, ich muss. Ich will gerade zum Anvisieren die ganze Zeit R1 drücken. Doch nicht? R1 drücken. Das Problem ist, das ist halt Kingdom Hearts. Und hier ist auf L3 die anvisieren. Deswegen bin ich hier die ganze Zeit am Dashen, obwohl ich gar nicht dashen möchte. Den brauche ich jetzt doch. Also angreifen. Komm schon. Ja. Könnt ihr bitte mit Dankeschön. Okay. Wir gehen hier so durch die Gegend. Ist das auch ein Seemonster? Nein, es ist nochmal was ganz anderes. Schön. Schön, dass hier alles. Ich alles irgendwie brauche und eigentlich interessieren die mich herzlich wenig, die ganzen Monster hier. Aber dann kann ich auch tatsächlich doch mal wieder ein paar Quests abschließen. Und wir brauchen ja, ich möchte ja Starburst Stream haben, das heißt, ich muss gerade sowieso meine Waffe ein bisschen leveln. Oh shit. Hier, was? Pflanzen werden verbunden rufen, falls sie ihren Wald erwischen. Was? Moment, wer? Hey. Erreiche das Ziel, ohne dass eine Schubsknospe für dich sieht. Was? Erreiche Ziel, riecht nach Ärger. Halt, stopp, was soll ich tun? Was ich tun soll. So, da sind diese Schubsknospen. Die sollen mich nicht sehen. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Wer soll mich wo nicht sehen und wann? Ich bin sehr verwirrt gerade, tatsächlich. Ich soll irgendwas tun. Erreiche Ziel. Ohne dass sich eine Schubsknospe. Was ist denn das Ziel? Das da die Schubsknopfen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade richtig mache oder nicht. Ich weiß gerade ernsthaft nicht, was ich tun soll eigentlich. Ich glaube, ich soll da hinten hin, da blinkt es nämlich auch. Ohne. Oh, sehr schön. Da macht eine Gruppe gerade den Weg frei. Sehr schön. Dankeschön. Sehr lieb von euch. Ich stelle es jetzt. Ich weiß, ich habe jetzt eine Truhe übersehen. Aber ich möchte ja eigentlich gerade nur.
Aha, das ist okay. Okay, danke. Ja, jetzt können wir erstmal zurückgehen, weil wir hier nämlich noch Sachen brauchen. Geil, okay. So, die Wespen brauchte ich nicht, korrekt. Zur Sicherheit, ja, die Wespen brauchte ich nicht. So, jetzt kann ich die alle mal hier vernichten. Nein. Perfekt, ja. Eine noch. Und ich bin schon wieder an der Dinge vorbeigelaufen. Oh, okay. Das passt schon. So, da fehlt nur noch dieses eine Dornending hier. Fürchterliche Dornen. Dankeschön. Quest abgeschlossen. Und hier ist jetzt irgendwo eine Truhe. Beziehungsweise hier sollte eigentlich irgendwo eine Truhe sein. Ah. Hey, glaub mir nicht meine Truhe. Meine Truhe. Okay, jetzt können wir das Gebiet verlassen. Obwohl, verlassen ist falsch. Das war gar kein Gebietswechsel, sondern es ist einfach nur... Oh, ein Boss. Okay. Das geht hier ganz normal weiter. Da sind auch unsere Büffelchen, die wir auch immer noch wieder brauchen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche ich brauche. Die Gezemp brauche ich nicht. Und die normalen Herdenbüffel. Geschafft. Verrückter Kala Ast. Kenn ich die? Eins von zwei. Planer. So, die Büffel hatte ich jetzt fertig, oder was? Ja, die Büffel hatte ich fertig, sehr schön. Jetzt muss ich noch einen so einen Baum finden. Im besten Fall. Und ich gehe erstmal an der Quest vorbei. Ich guck mich erst, will erstmal wissen, was dieser Boss da kann. Ich fürchte aber, er ist zu hoch. Die Dinger konnte ich doch jetzt zerstören. Ja, was war mit den Dingern nochmal? Irgendwas haben die doch gemacht. Hier ist so ein verrückter Baum. Davon mussten wir zwei besiegen. Haben wir jetzt. Sehr schön. Von den Augen brauchen wir keine. Okay. Schade. Dann nicht. Dann gehen wir direkt zur blauen Kiste durch. Haben wir noch irgendwelche Gegner, die wir gerade noch akut brauchen? Ich sehe sie erstmal nicht. Oder brauche ich euch? Ach du Jemine, euch brauche ich. Euch Kräppchens brauche ich sogar. Aber ich habe gerade nicht genug von euch, um mir wirklich was zu machen. Euch brauche ich, befürchte ich gerade. Euch brauche ich eventuell auch noch, obwohl böse Bäume glaube ich nicht. Doch, böse Bäume auch. Euch brauche ich glaube ich nicht, hier die verdrehten Bäume. Irgendwen brauchte ich nicht mehr, irgendeinen von den Bäumen. Ja, genau, die brauche ich nicht mehr. Hallöchen. Kräppchen.
Mr. Krabs! 3 von 8. Na komm. Damit ist meine Kiste. Oh, Level up. Schön. GZ. Ich glaube, Silica war es. Ah, toll, der Ring, der bringt mir jetzt auch nicht viel. Übermorgen release das Game, auf das ich mich unglaublich freue, nämlich Horizon Zero Dawn. Das heißt, übrigens, dass. Ach ne, der Party kommt, glaube ich, sogar einen Tag nachdem das released ist, oder? Das sieht wie ein weiterer Teleporter aus, aber meine Glyphen aktivieren ihn nicht. Das muss bedeuten, dass es hier irgendwo noch andere Glyphen gibt. Um den Boss zu erreichen? Warum? Hier soll es auch eigentlich gar keinen Boss mehr geben. Naja. We will see. Wir können uns ja schlecht in die nächste Ebene lassen, ohne dass wir den Boss besiegen hier. Verdrehter Baum, den brauche ich nicht. Aber die Krabben. Ja, ich, das hier ist wieder, ne, Grinding ist falsch. Das ist ja ein neues Gebiet. Wir erkunden ja quasi hier ein neues Gebiet. Und währenddessen töten wir alles, was uns einfach hier in die Quere kommt. Das ist ja in dem Sinne kein Grinden. Grinden wäre, wenn ich in alte Gebiete gehe und da alles nochmal alles töte, was ich finden kann. Oder Items suche oder ähnliches. Das Augenrollen. Level 38. Level 38 ist eigentlich in Ordnung. Der ist gerade mal 5 Level über mir. Das sollte sogar ziemlich simpel sein. Nein, du willst mich nicht. Nein. Ich weiß genau, was du vorhast. Ja, Silica ist schon wieder am Heilen. Das ist echt nicht schlecht, dass Silica. Silica als Heilerin, es ist nicht schlecht. Es ist. Kann ich nicht. Es ist nicht schlecht. Was bist du denn? Ein Baum. Ein Baum. Okay. Okay. Sehr schön. Da kommt die Skillkette, die ich erwartet habe. Und auf die ich gewartet habe. Oh, jetzt habe ich ernsthaft die 3,1 verpasst. Oh Gott, das war schön. Jetzt mal eben die Wespen hier loswerden. Dankeschön. Oh, die leben ja noch. Wo leben die denn noch? Geh weg. Weg. Das ist das Schöne jetzt, wo ich eine AOE habe. Das ist wirklich sehr schön, dass ich jetzt eine AOE habe. So, weg mit denen. So, viele von denen müsste ich jetzt schon betäuben. Sehr schön. Könnt ihr diese scheiß Tauben mal. Tauben. Könnt mal die Tauben aus dem Weg hier. Ich muss mal weg. Oh, Lisbeth kriegt aber ganz schön auf die Fresse. Ja. Das ist die ganzen. Heil dich mal bitte. Du sollst dich heilen. Du schaffst es nicht, dich zu heilen. Okay, dafür, dass er so niedrig im Level ist. Weg. Scheiße. Knapp nicht geschafft. Wo ist. Wo ist Sinon? Sinon?
Wo ist Sinan? Sinan, verpiss dich einfach! Wo ist Sinan? Was für ein Kameradenschwein! Sinan hat sich einfach aus dem Kampf verpisst. Oh, ein Schwert. Was sogar tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. Also wenn ich den Boss mehrfach besiege, dann könnte ich da doch noch ganz gutes 5-Sterne-Schwert rausbekommen. Komm her, Lisbeth. Ich kann dich ja auch heilen, genauso wie Selika. Damit sind wir beim Runen-Quest-Punkt, whatever, angekommen. Ach, das ist auch wieder ein Boss. Sie heilt. Also, dass Selika heilt, das ist unheimlich gut. Hallo? Hallo? Da darf ich nicht reingeraten, weil das ist nämlich ein... macht mich hier Dingens. Habt ihr verstanden, das macht mich hier Dingens. Das paralysiert mich. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Sag mal, aber du hast auch irgendwie nur mich im Fokus hier gerade, ne? Schön. Sehr schön. Ich habe noch eine Glyphe gefunden. Vielleicht aktiviert sie irgendwo einen Teleporter. Ach nein! Könntest du bitte weggehen? Dankeschön. Wir haben eine Glyphe gefunden, damit wir den Teleporter aktivieren können, den wir irgendwie auch schon gefunden haben. Wie sieht's eigentlich mit meinen Mädels hier aus? Wie sieht's aus? Freundschaftlich. 4 nahestehend, das reicht mir. Ich will euch nur auf 4 haben. Also ist Lisbeth nicht mehr jetzt mein Hauptaugenmerk, sondern tatsächlich Sinan. Weil, wenn ich Sinan habe, dann werde ich Strea und Asna in mein Team holen und Selika ebenfalls in meinem Team lassen, weil eine Heilerin kann eigentlich nie so schlecht sein. Werden wir sehen. Nehmen wir mal Selika, Strea und Asna mit. Meine Krabben! Ach. 9. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, 30 von euch zu töten. Ne? Aber das sollte erstmal so in Ordnung sein. Ja, Bäume bräuchte ich auch noch. Und das müsste der letzte böse Raum sein. Dann haben wir die Quest auch fertig. Sehr schön. So, jetzt habe ich, aber irgendwie muss ich mein Ding wiederfinden. Ich weiß es heute nicht. Da ist es doch. Da ist es doch. Ich sehe. Hallo? Ich sehe es doch. Von hier aus. Aktion. Sieht wie ein weiterer Teleporter aus, aber meine Glyphen aktivieren ihn. Hä? Ist ja jetzt nicht so, als würde ich nerven wollen, aber habe ich nicht gerade genau dafür eine Glyphe bekommen? Just asking. Ja, was soll ich denn jetzt hier noch? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. EP und Call. Nehme ich einfach so an mich. Ja, die brauche ich alle nicht. Ich brauche keine Quest, die keine EP gibt. Die
sie bringen alle keine EP. Also ich habe hier noch Quests, wenn ich die durch habe, dann ich brauche halt nichts mehr. Okay. Lisbeth ich ja jetzt tatsächlich schon auf Stufe 4. Das heißt, ich kann Lisbeth schon mal austauschen. Da Lisbeth aber unser Tank ist, kann ich Asuna noch nicht ins Team holen. Aber ich kann... Nein. Aber ich kann Strea wieder ins Team holen. Ich werde Strea wieder ins Team holen. Strea ist auch... Ja. Ich hole Strea wieder ins Team. Die müsste auch ein Schwert haben, was eigentlich sehr gut ist. Dann haben wir halt keinen Buffer, aber das ist okay. Ja, genau. Ich hole die wieder ins Team. Philia ist halt jetzt immer noch Rang 3. Ich bin, ja, und Argo auch. Das ist halt so. Ich möchte wieder ein Team haben, auf das ich mich verlassen kann und mit dem ich stark spielen kann. Jetzt ist nur die Frage, wo ist Strea? Weil... ich suche mal eben, wo ist Strea? Marktstraße. Wo ist Selika? Plaza. Wo ist Selika? Bringt nichts. Ich brauche Selika nicht. Ich brauche Strea. Scheiße. Ja. warum? Weil ich Strea etwas anzuziehen geben kann. Selika noch nicht. Selika ist gerade mal auf Stufe 3, nicht auf Stufe 5. Wir erinnern uns, Stufe 4 sind Waffen, Stufe 5 ist Rüstung oder andersrum. Nee, doch, ich glaube genauso rum. Also, wo ist meine liebe Strea? Ich müsste eigentlich ein weißes Kleid anhaben, also so schwer sollte sie nicht zu erkennen sein. Alles Sinon. Die kann ich auch da. So, weiß-lila Kleid. Hallo. Kann ich das doch nicht? Doch, müsste ich eigentlich. Spazieren gehen. Tut mir leid, Asuna, ich muss dich mal eben ablösen. Auch wenn ich gerade eigentlich wirklich vorliebe. Ich habe. Ja, egal. Okay, alles Drea. Ich möchte dir ein Geschenk geben. Wir haben ein starkes Schwert. Aber heilige Scheiße, das glühende Großschwert, das sollte ich hochleveln. LP plus 2. Das ist gut. Aber, worum es eigentlich geht. Flieder Saphim, holy shit! Die hat was Besseres. Okay. Ich kann dir so ein Filmoutfit geben. Aber schaut es euch an. Sie hat... Sie hat quasi was Besseres. Also Respekt, okay. Gut. Hallo Liz. Schmiede Level 19. Ja, ich würde gerne was verstärken. Und zwar das glühende Großschwert. Oh, davon habe ich genug. 45%ige Chance. Das sollte ja wohl funktionieren. 109. 114. Schalentierscheren habe ich auch noch. Fehlgeschlagen. Leck mich doch am Arsch. Was kannst du eigentlich, Lisbeth? Jetzt brauche ich Darantiterz. Hab ich auch noch. Erfolg. Schön. Und damit bin ich jetzt schon ziemlich gut dabei. Und ich habe auch noch Halbmensch-Waffenteile. Ich glaube, für die jeweils unterschiedliche Waffenarten brauche ich unterschiedliche... Kann ich die Waffen verwandeln? Was bringt das denn? Ein Greifenschwert, wow. Was bringt es denn, die Waffe zu verwandeln? Also das ist mir nicht ganz
ganz klar. Ich verschlechter damit mein Schwert doch nur. Ich mach's einmal, wenn ich das fehlsteck, dann lasse ich's. Strea, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, hoppala, was habe ich getan? Lieber nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich getan habe. Geschenk geben. Oh, hast du gerade gesagt, das wäre Schwäche? Hast du gerade gesagt, das wäre Schwäche? Willst du mich verarschen? Wir nehmen das trotzdem. Das in Ordnung. Im Endeffekt ist es nämlich stärker, meine Liebe. So. Schön. Apropos, das bringt mir auch noch nichts. Okay. Okay, okay, okay. Silica Strea und... Noch jemanden? Mhm. Wir machen hier einen kurzen Cut.